Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Look, den wir zusammen kreieren werden mit neuen Dingen, die ich gekauft habe oder irgendwann mir mal zugelegt habe, aus Tauschpaketen und. Ich habe da so eine Kiste und ich dachte, wir testen einfach. Ich möchte ein bisschen über Kleiderkreise noch erzählen, wie sich das Drama jetzt zu Ende, sage ich mal. Es ist jetzt ein geschlossenes Buch, was ich nicht mehr aufreißen möchte. Ich möchte noch kurz einen Abschluss dazu geben, weil viele mich gefragt haben, ob es denn auch Videos dazu gibt und wie es geendet hat. Ich will mal das gucken. Ist meine aktuell, ich möchte testen Kiste. Es sind einige Produkte drin und ja, mal gucken, was wir da testen möchten. Super interessant fand ich eigentlich. Habe ich schon ausgetestet, musste ich unbedingt alleine ausprobieren, bevor ich, ich habe das an einem besonderen Tag, habe ich aber auch mit euch zusammen, glaube ich, gemacht. Nee, oder doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die hier ist echt geil. Die hat so ein super schönes, ebenmäßigen Teint, den werden wir heute nicht testen. Wir testen heute das da. Das hier. Guck gerade mal. Wir testen, glaube ich, diese Foundation heute, die NYX But Matte, Stay Matte But Not Flat. Die hier. Und dazu das Perfect Match von L'Oreal, das Puder. In der 3D, 3W. Keine Ahnung, eher so in die Warm-Richtung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das möchte ich testen. Dann habe ich hier einige Lippenprodukte. Was ich sehr interessant finde, zum Beispiel, das habe ich alles von meiner lieben Sunny bekommen. Was das hier ist, Highlighter Pen und Lip Glow Pen. Okay, super interessant finde ich die neuen Kiss-Produkte. Und auch interessant ist Liquid Liner. Was ist das? Liquid Liner? Hä, sind die kleiner geworden? Die? Oder was? Naja, auf jeden Fall habe ich die und die sehen ein bisschen anders aus, ist aber eine super Farbe. Ich sehe ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock gehabt, mich zu richten. Ich war bis jetzt gerade noch, ungeschminkt. Wir haben jetzt aktuell 5:30. Ich dachte, wir testen auf jeden Fall mal die bunteste Palette in meiner Sammlung, die James Charles. Ich hatte Bock, ich wurde angefixt mit meinem Nagellack. Das möchte ich testen. Ich möchte jetzt zuallererst diesen Primer auftragen von e.l.f. Beauty Shield Skin Shield Primer Universal Tint. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ist. Vielleicht zoome ich euch ein bisschen näher dran. So. Und trage mir den auf. Das ist interessant. Es ist ein Primer. Okay, SPF 50. Ich komme mit Produkten, wo schon SPF drin ist, meistens nicht klar. Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt ein Primer oder? Also ich würde... Der riecht wie ein Bonbon. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ein bisschen so an... So BB-Cream. Super, super angenehmes Hautgefühl. Ich habe auch Augenringe des Todes. Ich sehe einfach schrottig aus. Ich fühle mich ungeschminkt. Nicht, dass ich mich nicht schön finde, aber ich fühle mich einfach, ja, meistens so fertig und kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich möchte eine hohe Deckkraft heute. Ich werde das Haus heute eh nicht verlassen. Ich hoffe es mal nicht, dass irgendwas kommt. Und möchte einfach, ja, ein paar Dinge ausprobieren. Und Mama hat mir ja diesen Aligner hier noch zugeschickt. Den teste ich noch. Ja, Mutter benutzt das eh nicht. Meine Mutter ist so... Braucht sie nicht. Dann hatte ich diesen Nail Art. Meine Nail Art Sachen werde ich jetzt auch verkaufen. Ich denke nicht, dass ich das jemals wieder brauche. Dann die, das Teil hier, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, ich fühle mich schon ein bisschen wohler. Die Rötungen sind nicht mehr ganz vorhanden. Ihr könnt ja mal 5 Minuten zurückspulen.
Finde ich sehr angenehm, hat ein super schönes Hautbild. Ich würde sagen, fast schon mattierend, aber nicht zu matt. Und für den Sommer wahrscheinlich optimal. Der wird auf jeden Fall erstmal bleiben und dann gucke ich mal, wie der sich verhält. Ja, und er ist ganz, ganz leicht getönt. Ihr seht, ich habe Farbe bekommen, aber mein Gesicht ist tot. Also mein Gesicht, vielleicht weil ich 50 drauf mache, keine Ahnung. Manchmal auch 30 und mein Nagellack ist immer noch nicht trocken. Ne? Ich glaube, ich muss das Ding aussortieren. Wobei ich es echt gefeiert habe, aber ich habe schon drei Dätscher. Das nervt. Also, heute filme ich auch mit Tageslicht und ja, mal gucken, was draus wird. Wir tragen uns, wie gesagt, die Foundation auf. Das ist 04 aus dieser Reihe hier. Es könnte ein Ticken zu hell sein. Ich bin, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch zu rosa. Ich weiß es nicht. Genau, Kleiderkreisel. Ja, die Dame hatte sich vor 2 Wochen gemeldet und hat gesagt, dass sie, ja, sie hatte sich schon vor einem Monat gemeldet und wollte meine Kontodaten. Ich habe dann natürlich meine Kontodaten ihr geschickt, was ich total unsinnig finde, wenn man das fragt, weil wenn ich dir was überwiesen habe, dann hast du meine Kontodaten. Also brauchst du mich nicht fragen, sondern einfach zurückschicken. Aber mich hat mir ja keiner nach meiner Meinung gefragt, sozusagen. Sondern, ja, die Dame hat dann gesagt, nichts mehr dazu. Sie würde mir gerne das Geld eben überweisen und ich soll ihr meine Kontodaten schicken. Dann hat ich gedacht, okay, das Problem war ja auch, wenn du bei Kleiderkreisen ein Problem meldest und dann auf erledigt gehst, dann ist der komplette Chatverlauf weg. Was ich total unsinnig finde, weil gerade wenn man zur Polizei gehen muss, denkt man ja nicht daran, dass etwas weg ist. Und ich konnte sozusagen auch nicht wirklich zur Polizei gehen. Ich hatte 2 Screenshots damals gemacht. Ich bin so eine Irre. Ich mache von allen möglichen, was gerade so ansteht, ob ich jemandem was schicke oder was weiß ich, Screenshots. Und da hatte ich tatsächlich noch was, wo ich mit ihr es ausgemacht habe und wo ich meine Daten ihr gegeben habe. Also meine Adresse und sowas. Wobei ich immer schon von Anfang an irgendwie so ein komisches, mulmiges Gefühl hatte. Aber ich habe nicht auf mich selber gehört. So ist es halt manchmal. Manchmal sollte man echt auf sein eigenes Gefühl hören. Ich muss sagen, die Foundation sitzt eigentlich ganz angenehm. Viele Leute haben ja auch gesagt, dass die Foundation nicht ganz so gut ist. Ich finde sie gerade für meine ölige Haut echt fantastisch. Ich brauche definitiv mega viel Concealer. Auf jeden Fall, ja, hat sie dann eben gemeint. Sie würde mir das Geld zurücküberweisen, weil ja auch irgendwann nach einem Monat, über einen Monat, ist es dann auch eigentlich nicht schlecht, wenn man sein Geld wiederkriegt. Ich hatte 56 € gezahlt, noch was. Und ja, das Madamchen, ich habe hier irgendwie keinen Kamm, das Madamchen hat es jetzt echt schleifen lassen. Dann habe ich mit ihr gesprochen, dass ich hier gesagt habe, ich gebe dir noch eine letzte Chance. Ich bin so, ja, ich bin auch wegen meiner eigenen Trantütigkeit einfach so. Ich bin halt so ein Trantüte. Ich wollte auch Anzeige machen. Das ist jetzt nicht so das dummes Geschwätz oder so. Aber ich habe es immer nach hinten geschoben. Dann war mein Sohn krank. Dann hat sich das irgendwie selber verschoben. Da habe ich gedacht, gut, ich muss sie irgendwie kriegen. Dann habe ich ihr eine Nachricht geschickt mit von wegen, deine Eltern wären nicht stolz auf dich. Keine Ahnung was. Wenn ich schaffe, zeige ich euch mal das, was ich hier geschrieben habe. Ich habe den hier benutzt in der 02. Der ist relativ dunkel. Der ist Holder die Waldfee dunkel und rosa. Aber rosa ist eigentlich nicht schlecht, aber dunkel. Dann hat sie gemeint, ja, eben sie will mir das Geld zurücküberweisen. Bei ihr läuft aber gerade eine Kontopfändung. Das heißt, sie kann erst am 1.7. dran. Nicht so okay. So, ich habe mich gerade entschieden, kein Screenshot euch zu zeigen, weil es reicht, wenn ich es erzähle. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, bis zum 4.7. hast du Zeit, weil am 1.7. will sie mir es rausschicken. Und bis zum 4., das wäre, glaube ich, der Freitag gewesen, hast du Zeit, mir das Geld, wenn es dann nicht drauf ist, ist es mir scheißegal, was dann ist. Ich gehe zur Polizei und ich werde dich anzeigen, denn da hatte ich jetzt auf einmal alle unseren Chatverlauf. Wie oft ich sie abgemahnt habe, man muss ja immer irgendwie, hat meine Freundin mir erzählt, man muss 4 oder 3 Mal Abmahnung schicken, am besten per Post. Habe ich jetzt nicht gemacht. Den Morphe-Pinsel hat mir Sunny zugeschickt. Abmahnen, bevor man eigentlich eine Anzeige macht.
Naja, das habe ich jetzt nicht, das habe ich dann auch so mit hingekriegt. Und ja, es war alles soweit okay. Dann habe ich gewartet, dann hat sie mir tatsächlich einen Kontoauszug geschickt, wo sie mir gezeigt hat, dass sie mir das geschickt hat. Und dann habe ich nur noch gewartet, bis ich mein Geld habe. Halleluja, das Geld ist drauf nach endlich 2 Monaten. Wirklich, ich habe Anfang Mai, glaube ich, die Produkte gekauft, bezahlt. Vielleicht ist ihre Kacke am Dampfen. Es ist jetzt mittlerweile nicht mein Problem. Die Dame hat sich dann nochmal bei mir gemeldet, dass ich habe ihr Danke geschrieben, dass sie ja, das Geld mir überweisen wollte. Und dann habe ich ihr aber nicht mehr zurückgeschrieben, weil ich einfach der Meinung war, am liebsten hätte ich es abgeschlossen, fertig, dies, jenes. Sie hatte sich gestern nochmal gemeldet, ob das Geld angekommen ist. Ja, habe ich ihr geschrieben. Ja, Ausrufezeichen, fertig. Mit dieser Person möchte ich nie wieder was zu tun haben. Ich möchte dieses Ereignis nie wieder erleben, weil ich finde, ich wurde betrogen um mein Geld, um meine Produkte. Ich bin ein Mensch, ich bezahle schnell. Ich bezahle zuverlässig. Wenn ich sage, ich schicke es raus, kann es sein, dass es sich 2, 3 Tage zieht. Da bin ich nicht gerade so zuverlässig, aber meine Ware kommt an. Sie kommt auf jeden Fall an, ja. Ich gucke auch, dass es einigermaßen verpackt ist. Ja, genau. Und dann möchte ich das doch auch, dass jemand das bei mir macht. Deswegen fand ich es eine Frechheit, dass diese Person mich so betrogen hatte. Ja, ich habe Geld zurück. Die Dame nach 2 Monaten Terror und keine Ahnung was ist jetzt Geschichte sozusagen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben und fertig. Punkt. So, ich habe hier soweit nur noch Foundation, die ich austesten möchte. Palettchen, ja, ein Puder, ein Face Powder hätte ich gehabt noch. Aber ich benutze meine Palette. Heute möchte ich das Update jetzt machen. So sieht sie mittlerweile aus. Heute habe ich tatsächlich einen Hittepen hier geschafft ins Banana Powder. Halleluja, nach 3 Monaten benutzen, regelmäßig benutzen, ne? Ich rede nur von regelmäßig benutzen. Habe ich es endlich geschafft, dort ein Hittepen zu schaffen. Abartig. Ich benutze den Pinsel, den mir Sunny auch geschenkt hat, der einfach im Set dabei war. Und ich hatte bei ihr ja ein Paket gekauft, wo mich auch die Foundation sehr interessiert hat von Dior. Für mich war das sehr günstig. Ein paar Sachen habe ich ja jetzt auch weiter am Verkaufen. Und ja, ich habe ein neues Stativ, weil meins total zerfetzt ist. Ich hatte so ein Billo-Teil 3 Jahre lang. Jetzt habe ich so ein etwas. Ja, ich würde sagen, ich kann euch normal hochfahren und runterfahren. Ich finde das geil, oh. Ja. Genau. Jetzt fehlt nur noch die passende Kamera dazu. Ich krieg ein Bart. Seht ihr das? Ich krieg so eine Schwitzschicht. Und dann sieht das tatsächlich aus, als hätte ich ein Bart. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich zeichne mal meine Augenbrauen mit dem Catrice-Stift. Das ist jetzt nicht der aus dem Projekt, sondern eine Nummer heller. Aber der ist super. Also ich finde den eine Nummer heller sogar gerade schöner. Jetzt habe ich vergessen, das Puder zu benutzen, gell? Bin ich blöd. Na, so eine Erfahrung bei Kleiderkreiseln empfehle ich niemandem, um ehrlich zu sein, weil ich finde, das ist das Unnötigste, einen Betrug zu machen oder jemanden um sein Geld zu bescheißen, ja? Egal, ob das online ist oder privat oder sonst was. Sowas macht man einfach nicht. Man bescheißt nicht. Ich hatte auch schon an der Kasse jemanden, wo ich zu viel Geld rausgegeben habe und das im ersten Moment gar nicht gemerkt habe. Das sieht so schlimm gerade aus. Im ersten Moment gar nicht gemerkt habe und erst mal auf den zweiten Blick, als ich das ihm in die Hand gedrückt habe, und er wollte einfach nichts sagen. Ja, klar, ich bin ein Mensch, mir passieren Fehler und ich bin dann auch manchmal auf andere angewiesen, dass sie eben nicht das machen, ja.
mich dann bescheißen und es war halt echt ätzend. Und bei der Bank zum Beispiel hatte ich auch, eine hat einen Fehler gemacht. Mir ist das gar nicht, also mir ist es nicht aufgefallen. Wenn jemand einen Fehler macht, dann weise ich sie drauf hin. Ich bin dann so ehrlich. Manchmal leider Gottes, aber es ist halt so. Nee, ich bin schon ehrlich, was das angeht und bescheiß auch nicht um 2 € oder sowas. Sowas finde ich totaler Humbug. Ich hoffe, wir kriegen ein gescheites Video jetzt hin, denn meine. Ich habe hier einfach so einen hässlichen Rand. Ja, Kleiderkreisel. Heute ist eben Sonntag. Viele Dramatiken, viele. Das wünsche ich einfach keinem. Somit ist das Thema jetzt für mich gegessen. Wenn ich ein komisches Gefühl habe, werde ich einfach nicht es machen. Ich werde jetzt eh versuchen, weniger zu kaufen, weil ich einfach, ja, keinen Bock drauf habe. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kriege einfach die Krise, weil ich so viel habe. Ich muss das ständig von A nach B räumen. Es belastet mich mehr. Ich finde es toll, dass ich Produkte ausprobieren kann, aber wenn was nicht passt, möchte ich das gleich entsorgen. Also ich werde jetzt auch so Beauty-Pakete machen. Vielleicht möchte jemand, der wenig hat, einfach viele testen. Wird auch günstig sein. Die Sachen, die ich nicht nutze. Schaut mal alleine wieder am Nagellack, was ich aussortiert habe. Das ist so eine mittlere Sephora-Tasche. Wirklich, ja, ich weiß es nicht. Bestimmt über 50 Stück. Ich bin einfach nicht mehr der Freak, der alles sammeln möchte. Ich möchte die Sachen sinnvoll nutzen und ja, bla bla bla. Wir kommen zum Punkt. Ich trage mir Eyeshadow Primer auf und dazu benutze ich eigentlich meinen liebsten, außer im Sommer, der von Essence. Ich möchte mir auch mal den Paint Pot zulegen, aber da möchte ich erstmal Primer wieder aufbrauchen, bevor ich mir irgendwas zulege. Ich habe einfach zu viel. Ich habe einfach zu viel. Ich möchte noch mehr deklattern. Ich merke einfach zur Zeit, es ist wirklich eine Belastung, was ich hier alles habe. Und gerade ist es einfach über. Es ist einfach über und irgendwann kommt die Krise und ich weiß nicht mehr wohin. Und es geht mir nicht nur so mit Schminke. Es geht mir auch mit meinem Haushalt, ja. Es ist einfach too much. Zu viel von allem. Von allem sei es Haushaltsgeräte oder irgendwas, was mich einfach stört. Wir nutzen nicht alles. Warum müssen wir dann alles haben? Dieses alles haben, 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 haben nervt mich zurzeit sehr. Das habe ich aber schon einige Jahre, dass es mich stört und ich aber nicht mich durchdringen kann. Ja. Okay, meine Lieben, ich hole euch näher dran für die Augen, denke ich. So ein bisschen so. Und hol mal meine Pinsel und dann können wir weiter gucken. Ich habe irgendwas im Auge. Ja, es ist nicht ganz so gut, würde ich sagen, das mit der Perspektive, aber besser kriege ich es gerade nicht hin. Ich muss sagen, die James Charles Palette ist wunderschön. Ich hätte sie mir kleiner gewünscht, klar, lieber 2 kleine James Charles oder 4 kleine, wie eine so riesen Geschoss, weil ich die großen einfach seltenst nutze. Die Folie mache ich auch weg. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wohin es mich führen wird. Ich glaube, ich möchte so im gelb-grünen Bereich sein. Ja, ich glaube, ich fange mit dem gelb-grünen Bereich an. Und dazu benutze ich jetzt erstmal diese Transition Color sozusagen. Sieht so gefälscht aus, gell? Ja, ich versuche so gut es geht im Bilde zu sein. Moment mal so. Und trage mir das als Übergangsfarbe. Ich muss sagen, die hat so einen strengen Kleber-Duftpaletten, typisch Billo. Also so riecht auch meine gefälschte Anastasia Beverly Hills Palette. Ja, ich finde das ja eigentlich eine Schande, dass es sowas gibt. Ich finde Dupes okay, aber nicht, wenn man dann noch den Label drauf knallt. Kaufe ich mir auch nicht. Also habe ich mir schon mal gekauft, aber habe ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, nee, warum sollte ich die Leute unterstützen, die andere verarschen? Nee, das tue ich nicht. Dupe ist in Ordnung, aber so nicht. Dann möchte ich, jetzt habe ich so einen Übergang geschaffen und möchte ich einfach mal in das Gelb reingehen. Das ist auch so das einzige Gelb. Den möchte ich mir
Hier vorne. Hier vorne reinsetzen. Sieht in der Palette irgendwie knalliger aus. Als, ja. Was für mich echt ein Nicht-Kaufprodukt wäre, wenn die Palette jetzt anfängt, sich nicht miteinander zu verbinden, die Farben technisch. Ich gehe in das Orange rein, ist auch das einzige Orange. Ich finde diese eine Palette super, weil sie halt so farbenfroh ist. Und hier so die neutralen Farben wirklich sehr gut durchdacht. So. Okay, dann möchte ich in das Grün gehen und schaut mal, das ist so ein wunderschönes Grasgrün. Das sieht in der Kamera irgendwie alles knalliger aus, als es ist, finde ich. Es ist gar nicht so knallig, weil auf den Augen scheint es mir nicht so knallig zu sein. Was habe ich gesagt? Blau-Grün. In dem Farbschema möchte ich mich auch aufhalten. Okay, ich benutze jetzt mal ein Tübchen, um hier so eine Kante reinzuhauen. Ja, bei mir genau dieses Kaufverhalten. Ich merke einfach, dass es mich eher mehr überfordert, so viele Dinge auf einmal zu haben. Und so viel und ich weiß nicht mehr, wohin ich es hinstellen soll. Die Schränke sind voll, ja. Ich kriege einfach einen Kurzschluss, so eine Kurzschlussreaktion, alles wegzuschmeißen, mich davon zu befreien, weil ich einfach die Krise kriege. Und ich denke mir, andere Leute machen sich über ganz andere Dinge, über wichtigere Dinge im Leben, wie soll ich das sagen, über wichtigere Dinge Gedanken, wie auszumisten. Aber mein ganzes Leben lang bin ich schon am Ausmisten, seitdem ich eine eigene Wohnung habe, ja, ich benutze das Dunkelgrün mal, eigene Wohnung bin ich die ganze Zeit am Nachdenken, am Verbessern, an Machen, an Tun. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Es stört mich einfach nur, das zu tun. Und, ja. Ich muss sagen, die Farben miteinander, das sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Vielleicht, weil ich mich aufregt, so ein aggressives Make-up-Tutorial. Ja, es überfordert mich einfach immer mal wieder. Ich selber, meine eigenen Sachen, sind, die ist ein bisschen länger, ne? Ja, so. Okay. Ja, das sind so Themen, die mich einfach gerade beschäftigen, dass ich nichts kaufen möchte. Ich werde meine Oma bis meine Mutter besuchen. Meine Mutter besuchen in Hamburg. 2 Wochen eigentlich wollte sie kommen, aber es hat sich die Diagnose bei meinem Opa an Krebs festgestellt. Die werden jetzt morgen die Tests machen, wie weit und keine Ahnung was. Und mein Opa ist wie mein Vater. Und wenn ich das schon weiß, mein ganzes Leben lang habe ich Angst gehabt, dass er sterben wird. Wirklich, weil mein Opa mir das Wichtigste, also klar, familientechnisch, ich wusste, auf diesen Menschen ist Verlass. Und wenn dieser Mensch dann geht, dann bricht im Inneren etwas zusammen. Und bei mir ist gerade dieses, was gibt's Wichtigeres, als die ganze Zeit sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem einfach keinen Sinn ergeben, ja? Also für mich zum Beispiel Beauty ist etwas, was mich aufbaut, was mir Spaß macht. Das schon. Aber dieses wahllos Einkaufen, weil ich die Sachen kurzzeitig mal brauche, aber dann doch nicht, ist es nicht. Nee. Und deswegen, ja, keine Ahnung, bin ich gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich gehe noch mal kurz in das Orange und dann cutte ich meine Linie. Und, also, dass mein Opa jetzt krank ist, der hat mir vor 2 Wochen angerufen und hat gesagt, die haben so Tests gemacht bei ihm,
wie, also so einfach ein Check, wie gesund ist er? Und dann hat er mal ganz stolz angerufen und gesagt, wie fit er ist und dass alles so gut ist und keine Ahnung was. Und dann kommt so eine Kacke. Es ist echt Kacke. Er wird dieses Jahr 80. Ich hoffe, dass es alles sich noch länger zieht. Er ja keine Schmerzen im Moment hat. Es wäre ja gar nicht rausgekommen, wenn die nicht spontan beim Arzt, also wenn meine Mutter nicht einfach gesagt hat, komm, wir checken dich mal bei der Ärztin. Und er lebt auch alleine und das ist immer meine größte Sorge, wenn ich ihn dann auf einmal nicht zu Hause erreiche, kriege ich einfach Panik. Aber habe ich schon immer gehabt. Eben wie gesagt, ich glaube, dass es mir wirklich mein Boden unter den Füßen reißen wird, wenn er halt eben nicht mehr da ist. Und dass meine Mutter auch erstmal beide Eltern dann verloren hat. Und ja, es ist für mich ungreifbar, weil ich halt 700 Kilometer von Hamburg entfernt bin. Fast schon 800. Ich bin am anderen Ende. Es ist halt eben nicht so schnell erreichbar. Das sind 8 Stunden Autofahrt für mich. Und ja, es ist sehr, sehr schwer für mich, das zu verstehen. Ich weiß auch, meine Mutters Freund ist letztes Jahr? 2018. Ja, 2018 ist er gestorben. Es ist noch gar nicht so lange her. Das ist genau ein. Warte mal, noch nicht ganz ein Jahr. Im August ist es dann ein Jahr. Und das ist irgendwie alles so. Ich werde weiterhin meine Videos machen, klar. Ich liebe Beauty. Dazu ist es einfach ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Aber es ist halt, ja, ich möchte halt nicht mehr so viel besitzen. Ich kann auch mit einer Palette euch Alternativlooks bieten. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde trotzdem, ich habe drastisch reduziert, aber trotzdem möchte ich nicht alles gleich auf einmal aufgeben, sondern nach und nach Sachen, die ich nicht benutze, die ich einfach zu selten dazu greife. Vielleicht freut sich einfach jemand anderes. Oh, mich spricht auf jeden Fall dieses Blau mal an. Welches war es? Das hier. Und das setze ich mir einfach mal in die Mitte. Ich glaube, dass das auch ein Pigment ist. Das ist ja teils Pigment, teils nicht Pigment. Ja, das ist halt so eine Sache, was mich wirklich gerade einfach beschäftigt. Ich habe viele Videos vorproduziert, schon eine ganze Zeit lang. Da wo mein Sohn krank war, daheim. Und ja, immer mal wieder, wenn ich Zeit hatte. Und jetzt in letzter Zeit habe ich nicht so viel Zeit. Und auch nicht so wirklich Lust. Ich meine, das nimmt einem schon so den Boden unter den Füßen weg. Auch wenn es keine endgültige Diagnose ist, sage ich mal, wenn man Krebs hat. Aber wenn das noch jemand ist, den man sehr, sehr gerne mag und einfach mit dem zu wenig Zeit verbracht hat, es ist einfach so, ich bin einfach zu weit weg. Und selbst wenn man bereut dann immer so viele Sachen. Ich streite mich jedes Mal mit meinem Opa, wenn ich da bin, weil ich einfach anderer Meinung bin und er auch. Aber wir lieben uns ja trotzdem. Und dann bereut man diese ganzen kleinen Streitereien, die man eigentlich hatte und die total unnötig waren. Ja, man macht sich einfach über viele Dinge Gedanken, die einfach vorher keine Rolle gespielt haben, sag ich mal. Und jetzt auf einmal doch eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, was das hier wird und ob das irgendwann mal gut aussieht. Jetzt sieht das nämlich ziemlich kacke aus. Es
blendet sich auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich benutze so einen kleinen Blenderpinsel. Man muss einfach versuchen, die Sachen mal ein bisschen zu schätzen. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie das sein soll, wie es weitergeht. Ich möchte auf jeden Fall, ich hatte mir jetzt gerade diese zwei Blautöne aufgetragen. Einmal das Hellblau, einmal das Dunkelblau. Jetzt hätte ich gerne noch was ins Pink-Lila, damit es so einen Abschluss gibt. Aber davor möchte ich noch in das Hellblau gehen hier. Das ist so ein... Ja. Was ist denn das? Ein Fold-Lidschatten. Schimmerlidschatten. Ich finde es halt sehr, sehr schwer, matte Farben zu verblenden. Wobei hier geht's. Hier ist es aber relativ fleckig, wie man schaut. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck meiner Gefühle gerade. Wirrwarr, sage ich euch. Ich habe auch in letzter Zeit, wie gesagt, mich seltenst geschminkt, weil es ist mir einfach zu heiß, keine Lust. Es war mir egal. Ja. Mehr oder weniger war es mir echt egal. So, dunkelblau nehme ich nochmal und versuche. Ich muss mal darauf achten, die Kinder sind da draußen. Okay, im inneren Winkel, das ist natürlich kein Alltagslook. Im inneren Winkel möchte ich mir dieses Pink auftragen. Ich bin gerade in das Lila gegangen. Ich zeige euch das gleich mal. Bis jetzt gefällt es mir eigentlich schon gut. Wird natürlich nicht so. Aber ich möchte ja die Farben miteinander testen, um zu gucken, was können die nicht. So. Dann wische ich mal den ganzen Scheiß hier unten drunter weg. Ich gehe nochmal in das Pink rein. Wobei, ich möchte jetzt gerade ein... Der ist so, so schön. Der gefällt mir auch richtig gut. Das sieht ein bisschen alles... Ja. Hier gefällt mir diese Ecke nicht. So, ich möchte in das Weiß gehen, um meinen Innenwinkel hier ein bisschen aufzuhellen. So ein bisschen, ja, es heller zu machen. Dann gehe ich mit dem lila Ton nochmal hier hin. So. Und mit dem Pink. Wirklich gut aus. Also, sehr alltagstauglich, ne? Ich versuche alles so miteinander zu verblenden noch. Und dann gehe ich mit meinem Finger nochmal in das Blau rein und presse mir das Blau einfach mal dahin, wo es noch nicht genug ist. Ja, Chaos der Gefühle, sage ich euch, ist gerade in meinem Leben. Weil ich auch nicht weiß, wie ich jetzt mit meinem Opa umgehen soll, ne? Klar, wie normal, natürlich, aber ist trotzdem anders da. Es ist trotzdem ein anderes Gefühl, mit ihm zu telefonieren. Ich weiß, dass er krank ist und weiß nicht, wie ich ihm helfen kann und... Ja.
Also da, wo ich gecuttet habe, da nimmt es super Pigment auf. Ich kann es aber nochmal verblenden. Also beim Cutten wirklich sauber arbeiten. Ansonsten hammermäßig, würde ich sagen. Hammermäßig. Ja, man ist ein bisschen extra. Extra. Ich filme mittlerweile 36 Minuten. Ich benutze einen Lip Liner. So einen natürlichen. Der ist so schön vom P2. Wirklich eine schöne Palette, die auch was kann. Mich nervt nur dieser Übergang. Aha, da geht ja was. Da geht ja was. Also vorher die Augen, immer vorher die Augen. Bevor man einfach das Augen-Make-up und wieder die Foundation versaut. Scheiß da geil drauf. Es gibt viel Schlimmeres im Leben. Mir eine verschaute Foundation. Aber ich finde das doch echt schön. Wirklich schön. Jetzt müssen eigentlich nur noch falsche Wimpern drauf und die müssen drauf. Und dann kommen wir zu den Lippen. Die Sunny hat mir, wie gesagt, viele Lippenprodukte zugeschickt. Ich guck gerade mal, welcher mich total anspricht. Es sind eher so diese Farben. Ich bin ja eigentlich so, ja. Ich glaube, ich benutze den. Was ist denn das? Ist das Lipgloss? Ja. Oh, wunderschön. Und riechen tut er auch gut. Oh ja, die gefällt mir richtig gut. So, dann kleben wir mit Wimpern mal auf. Wimpern. Ich habe hier so ein Körbchen, da habe ich schon benutzte Wimpern drin. Ne? Dramatic Lashes. Dramatic Lash Glue Glue. Es ist, keine Ahnung, welche Wimpern. Ich muss mal euch pausieren. So, ihr Lieben, mit Wimpern sieht das natürlich ein bisschen anders da aus. Ich habe mir jetzt so komische Wimpern drauf geballert, die ich eh nicht mehr brauche. Also die ich eigentlich nur verwende und dann entsorge. Sie sind nicht die schönsten, aber sie passen doch sehr gut dazu. Und ich habe die Wimpern mit den eigenen Wimpern getuscht. Ich hätte noch eine Wimpernkranzverdichtung machen sollen. An sich muss ich sagen, es ist wirklich ein extravaganter Look. Ich habe mir noch ein bisschen Blush aufgetragen, ein bisschen Gloss. Das hattet ihr gesehen. Das war übrigens von Kiehl's ein Lux Creamy Lipgloss. Aber der klebt nicht. Das ist echt so ein Cremeprodukt. Richtig geil. Und vor allen Dingen der Geruch ist super lecker. Riecht ein bisschen, finde ich, nach Bonbon. Ich hatte bis jetzt keine Flops dabei. Mein allerliebster Wimpernkleber gibt es nicht mehr bei Cosmetic Forest. Hallo, was ist da los von Essence? Freundin wollte es letztes Mal nachbestellen. Gibt es anscheinend nicht mehr. Wimpernkleber-Empfehlung für Sie. Und ein bisschen Blush hatte ich aufgetragen. Und zwar den hier. Das ist jetzt mein Sommerfavorit gerade aktuell. Das ist 020. Und Catrice, super schöne Farbe. Ich finde, ja, kann sich sehen lassen, oder? Was sagt ihr? Kann sich schon sehen lassen. Es wird auf jeden Fall jetzt noch ein Update oder sowas geben von mir zu meinen Kosmetikprodukten. Und ja. Die Wimpern sind nicht gerade die schönsten, weil das Band so durchsichtig ist. Kann man da aber auch ganz gut runtergucken. Ich habe es zu sehr hier ausgefächert und hier nicht ganz so. Ein fliegendes Haus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich
ich habe jetzt doch keine Produkte, die ich sonst benutzen wollte. Benutzt ein paar Sachen, so ist es halt. Ich habe auch das Puder vergessen. Mein Kopf war irgendwie woanders da. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Wir konnten die Morphe einigermaßen ausprobieren. Ich zähle mal, wie viele Farben ich von der benutzt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Farben. Ist doch ein guter Durchschnitt für ein Augen-Make-up. 10. Den Weiß haben wir auch benutzt. Lipgloss super angenehm und auch die Farbintensivität, muss ich sagen, ist nicht zu wünschen übrig. Also ich kenne da auch andere. Ja, es gefällt mir. Nächstes Mal möchte ich mich auf der oberen Hälfte auffinden. Also ich war jetzt so in dem unteren Spektrum und nächstes Mal möchte ich so die Brauntöne mit euch testen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!